Herzlich willkommen zu Kulis Karlauer, Folge 6. Ja, wir sind wieder da. Es gab eine große Retrowelle im deutschen Fernsehen. Letztes Jahr Wetten, dass, dieses Jahr Glücksrad und eben auch Kulis Karlauer. Meine heutigen Gäste sind Lena Oberdorf, du darfst doch in die Kamera winken. Hallo. Und Feli Rauch. Wie gefällt es euch hier? Das ist toll. Ist toll? Ja, ist halt schön für Obi. Hier ist Wasser. Das kommt in den Mund. Jetzt schon. Jetzt schon. Aber, weil wir ja Corona haben, sind wir ebenfalls alle getestet. Wir machen das Ganze mit Brennspiritus, weil das ja desinfiziert. Und um dem Ganzen noch ein bisschen Würze zu verleihen. Das ist echt, ja. Du weißt, dass man nicht mit Feuer spielt? Machen wir dazwischen eine Kerze. Wo zwischen? War Spaß. Kannst du da wegstellen. Wir machen das selbstverständlich mit Wasser, so wie immer. Sind ja alle getestet. Oh, das Feuerzeug. Ach, hör doch auf. So, Wasser in den Mund, geht los. Auf uns. Wir haben auch extra. Mit Sprudel? Natürlich mit Sprudel, das muss ja auch rausschießen. Nach da, geht's dahin. So? Dahin. Das war doch fair, das kann doch fair. Aber schon richtig voll, hä? Und ich habe noch nichts gesagt. Oh, immer Richtung Kamera. Oh Mann, ey. Das Ziel ist, dass die andere nass wird. Okay, wir machen es nicht. Bin ich eigentlich hübsch heute? Mhm. Ja. Ich habe gestern extra noch Maske gemacht. Du hast das Spiel nicht verstanden. I can't do this. Okay. Kannst du schneller mit dem ersten Witz starten, dass es wenigstens... Ja, wenn du hier mal so sitzen bleiben würdest und... Aufgeleitete Backen. Dass es so aussieht, als würde ich immer den Witz machen? Ja. Ein Mann geht in die Drogerie. Eine Packung Kondome, bitte. Ja, wollen Sie noch eine Tüte dazu? Nein, sie ist eigentlich ganz hübsch. Wie nennt man einen Vogel mit Tourette-Syndrom? Wellen dich. Treffen sich zwei Kerzen. Sagt die eine, was machst du heute? Ich gehe aus. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Was ist happy und stinkt? Ein Geburtstagskind. Ja. Ich dachte, ich könnte ihn halten und dann... Das ist völlig in Ordnung, Robi. Es gibt nichts Geileres als für mich. Ich wusste einfach schon vorher, was kommt und ich konnte ihn trotzdem nicht halten. Wenn die Polizei Papiere sagt und ich Schere, habe ich dann gewonnen? Am Auto. Ich habe gestern Abend ein Brötchen angerufen, aber es war belegt. Unser Postbote heißt Carsten. Er grüßt nie zurück. Vielleicht sollte ich ihn nicht immer mit Hallo Brief Carsten begrüßen. Was ist groß, grau und telefoniert? Ein Telefant. Deine Zähne sind wie Gelsenkirchen und Duisburg. Noch Essen dazwischen. Ja, Mensch. Was sagt der Orkan zur Palme? Halt die Nüsse fest, jetzt wird geblasen.
eine Freundin zur anderen, ich hatte mein erstes Mal mit 16. Ach, ich nur mit einem. Wie nennt man einen Delfin in Unterhose? Slipper. Auf St. Pauli hat man einen Sarg gefunden. Man konnte ihn nicht öffnen, es war ein Zuhälter drin. Wisst ihr was? Das war jetzt der letzte Witz. Ein paar Spritzer waren ja dabei. Ja, das war Kudis Karlauer für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann mit besseren Witzen.